Wir gehen jetzt in die Schule und wir laufen jetzt zum Auto, damit Papa mich hinfahren kann. Da ist unser Auto. Jetzt fahren wir Auto. Fasset ja nicht. Guten Morgen, liebe Leute. Es kommt wieder die Zeit, wo es im Keller wärmer ist als draußen. Jetzt kurz, diese Übergangszeit ist ja Wahnsinn. Also zumindest kommt es mir so vor, draußen frischer als jetzt hier drin. 8.56 Uhr. Gleich machen wir auf. Also eigentlich ist schon auf. Tja, hat Mike heute, ich schlachte jetzt erstmal diesen Müll, der mir gestern vor die Tür quasi gestellt wurde. So, wie gesagt, lag gestern wieder vor der Tür, hier im Busch, in den Baumscheiben drin. Das geht natürlich nicht. Lauter Fahrradleichen, denn hier rumliegen zu haben, ist auch keine Lösung, ist auch scheiße. Kost ja quasi jetzt erstmal nichts. Mann, ist die kurz, die Sattelstütze. Aber die Schraube hier, die nehme ich mir raus. Na, Müll. Der Rest kommt in den Müll. Als nächstes mache ich hier mein Nitrat heile. Das habe ich ja gestern irgendwie nicht geschafft oder keinen Bock gehabt. Ich weiß ja nicht mehr warum. Wieso ich das gestern nicht gemacht habe. Die sind schweineschwer, die Dinger. Das ist das Einzige, was mich stört an den Teilen. Wie gesagt, ich zeige es gerne nochmal, dank eines Umfallers oder eines Crashes, eines Unfalls dieser guten Frau, die das gemietet hat, ist hier das alles zerbröselt. Muss ich jetzt ausbauen. Ja, das mache ich jetzt. Jetzt baue ich das aus. Wie baut man den Zug aus bei einer Nexus 3-Gang? Ja. Und Schalter ab. Simpel ist es. Fünfer in Bus ansetzen, einmal drehen. Abziehen. Schaltstift raus. Das ist das Video für heute. Liebe Leute. Mehr muss man ja erstmal gar nicht, weil man hat ja dann die Schaltbox schon ab. Die drehen wir um. Dann haben wir hier unten eine Kreuzschlitzschraube, die öffnen wir. Ob ich das jetzt mit einer Hand hinkriege, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich brauche einen Kameramann. Ich krieg es hin. Ich brauche keinen Kameramann. Brauch keinen Kameramann. Nicht fallen lassen. Gut aufheben. Deckel ab. Ups. Und darunter sieht das so aus. Jawohl. Das muss man sich alles gut beiseite packen hier. Packe ich mal dahin. Jetzt haben wir hier 10er Schlüssel. Öffnen. Ich glaube, das geht vom Weitwinkel her. Also öffnen. Zack. 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 So ein bisschen ungeschickt sieht das aus, weil ich, wie gesagt, die Kamera hier irgendwie noch festklemme mit dem Arm. Rausziehen. Den Zug. Auch beiseite packen. Ja. Ja, und das war schon im Grunde genommen der Hauptteil. Jetzt kommt Kundschaft. Stoppe. Was meinst du, was hast du für eine Erfahrung mit dem Schutz? Macht das Sinn? Also eigentlich schon, aber ja, das musst du entscheiden. Ja. Das kann ich dir nicht abnehmen.
Tja, gestern war halt nicht so doll, ne? Deswegen müssen wir ein bisschen Videos mit Mehrwert schaffen eigentlich so, also wo man auch ein bisschen was erklärt und was lernen kann. Also, und darum mache ich jetzt dann vielleicht eher so ein Einzelthema pro Vlog und der Rest ist halt Vlog, wo ich mir was rausgreife, wenn ich es absehen kann, dass ich es wirklich gut auch aufnehmen kann. Im Stress kann ich eben nicht gut aufnehmen auch. Also hier, Schaltbox ist ab. Kabel haben wir so, das wird jetzt eigentlich nur noch rausgezogen oben. Na, die schlappt da ganz gut, ne, wa? Jep, da ist er. Tja, das ist natürlich, muss man auch nicht aus Plastik bauen, zwingend. Ich meine, beim Unfall, klar, kann immer was kaputt gehen. Aber, ach, ich bin nicht der Freund von Plastik. Jetzt zieht den Griff ab. Wie gesagt, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen ist immer Griff abziehen. Der Rest vom beschädigten Schalter hier, der muss natürlich auch ab. Dann lösen wir hier diesen Innenbus mit Zuhilfenahme dieses Werkzeugs. Lösen. Abziehen. Schon so war fertig. Also haben wir ab, zumindest. Jetzt muss das neue wieder dran. Naja. Das ist nun nicht wirklich eine Aufgabe, oder? So. Schalter haben wir nicht gebrochen. Neuer Zug, Teflon, beschichteter Zug. Deswegen schwarz, nicht wundern. Der wird hier eingefädelt, ja, hier durch. Der ist natürlich viel besser, weil der ist verlötet am Ende. Den kann man ordentlich eintüdeln. Dann ziehen wir den einmal durch, bis er richtig sitzt. Ja, jetzt sitzt er hier richtig. Dadurch. Wunderschön, ne? Fertig. Jetzt bauen wir es wieder ein. Fantastisch. So, die Abdeckkappe habe ich leider nicht. Das ist das Problem an der Geschichte, weil die ist kaputt. Nicht kaputt, die ist kaputt. Ja, das. Aber sind bestellt. Ich hoffe, die kommen auch. Nicht, dass sie dann sagen, es ist nicht lieferbar oder so. Weil die liefern ja ungern Kleinteile für ein paar Cent. Jetzt fehle ich den Zug hier wieder durch die Hülle. Der Griff kommt wieder auf. Der Schalter wird festgeschraubt wieder. Und weiter. Dann gehen wir nach hinten ans Rad. Und ich stelle euch mal hier ab. Da. Geht's los. Teil Nummer 1. Dieses gute Stück. Stecken den Zug hier durch. So, also wir haben den Zug eingesetzt. Ich weiß nicht, wie weit jetzt die Kamera mitgelaufen ist. Wir haben den Zug wieder eingesetzt hier. Festgeschraubt, fixiert. Gekürzt. Die Abdeckkappe wieder raufgesetzt. Festgeschraubt. Den Gang eingestellt in Gang 2 hier, dass es hier übereinstimmt. Ich hoffe, jetzt läuft die Kamera wenigstens durch. Wenn die Kamera, wenn die ausfällt, das macht keinen Spaß. Ja.
Hier in Gang 2 muss dieser gelbe Strich zwischen diesen beiden weißen sein. Ganz simpel. Ja. Das haben wir jetzt hier. Alle Gänge schalten. Jetzt spanne ich nochmal die Kette. Und dann war es das. Erstmal mal sagen, das war das hauptsächlich inhaltsreiche Video für heute. Der Rest ist Vloggerei. Wie immer. Schau, haben wir. Die schreien hier draußen immer rum. Das ist Wahnsinn, was hier auf der Straße los ist. So viel Verwirrte. Denkt man ja nicht, dass das sein kann. Weißt du. Prost. Schönes altes Koga Miata oder beziehungsweise nur ein Miata. Leider ist der hier ein bisschen träge. Ne? Der Freilaufkörper hier, der ist ein bisschen Tisolat. Aber darum geht es ja nicht, es geht um den Reifen. Der Reifen ist morsch. Der muss gewechselt werden. Dann mal los. Jo, fertig, haben wir gewechselt. Mensch, das Ding ist nicht wirklich schnell, auch wenn es im Schnitt immer sehr schnell geht, aber das hat elendig lange gedauert und der Freilaufkörper nimmt mit wie Sau. Ding ist kaputt, der Laufrad. Naja. Nächste Rad wird geschlachtet. Ja. Hi. Hallo? Schaut ihr euch auch Fahrräder an, so reparaturmäßig oder gar nicht? Was hast du denn zu machen? Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, irgendwas ist mit meinem Vorderreifen. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch. Im Englischen heißt es Puncture. Also ich habe das aufgepumpt, aber okay. Da geht immer die Luft aus, damit das nicht draufhalten. Wird das erneut werden oder keine Ahnung, ich bin nicht so ein Fahrrad. Ja, 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 Ed läuft noch. Geht gar nicht, ist ja nicht so viel. Mal gucken, ob wir das gerade gebogen kriegen. Muss ich ja eigentlich fast noch aufzubauen, deswegen bin ich hier so am Rumeiern. Ist halt nur das Laufrad komplett zertreten und Schaltwerk. Schaltauge war halt hin. War das wieder gerichtet, das ist auch wieder gerade. Mann, wie ist man nicht mal Sachen, ey. Das ist natürlich immer kurios, ja, Kamera ist wieder ausgefallen, entschuldigt Leute, aber dann hat man ein Rad
wo die Schaltung nicht, wo das Hinterrad zertreten ist. Und hier bei dem Rad ist auch das Schaltauge verbogen. Da kommt gleich der zweite hinterher. Das finde ich immer so kurios, ja. Ich hatte ewig keine verbogenen Schaltaugen mehr und jetzt gleich wieder zwei hintereinander. Aber wirklich hintereinander. Nicht ein Auftrag dazwischen, nein, hintereinander. Schaltung ist nicht präzise. So die Aussage. Ich sage, naja, gucken wir mal. Gucken wir das Schaltauge an und sehe natürlich am Schaltauge, es ist verbogen. Wenn das Schaltauge verbogen ist, kann die Schaltung nicht mehr präzise sein. Das ist ein recht gutes Rad. Ich hoffe, ihr kriegt das gerichtet. Anscheinend Schaltung. Bei Schaltaugen finde ich das wirklich gut. Das ist so eine Internetseite hebt mit einer Übersicht von allen Schaltaugen, die es so gibt. Ansonsten suchst du dich echt tot. Naja, schön ist es nicht. Spannung. Schön! Das ist so wie eine Neuordnung der Teile, wenn man auf die Backen drauf klatscht. Ja, perfekt. Schön. Meine Frau ist wieder da. Hurra, hurra. Die Frau ist wieder da. GoPro als Sponsor, das wäre doch mal was. Dann will ich mir da keinen Kopf mehr machen. Den ganzen Schnulli, ne? So, jetzt bauen wir mal das ab. Kettenradgarnitur ab. Jetzt dürfte nicht mehr stören, jetzt können wir das hier rausnehmen, das Sicherungselement, jawohl. Und Tretkurbel ab, ganz simpel. Das macht totale Spaß. So schnell Tretlager. So, jetzt schrauben wir hier das Kettenblatt ab. Das da. Ich meine, bis ich mal sagst, wenn mein Berlin passt, was ist denn das, ne? So, also mal kicken wir da nur raus. Was überträgt der Tommy dann hier? Tommy überträgt die ganze Zeit eigentlich nur permanent die Mecker aus dem Keller. Okay. Nein, Alter, ich flipp aus, Alter. Ich flipp aus. Ich flipp aus. Ich habe jetzt nicht die ganze Arbeit am falschen Rad gemacht.
Hey! Ihr glaubt das nicht. Ich hab die Arbeit am falschen Rad gemacht. Oh, hier war ein verfickter Schlauchwechsel nur. Ich habe das alles umgebaut und das ist alles scheiße. So lange bleiben, bis das fertig ist. Voll nacharbeiten, ey. Oh Mann, ey. Kotzt voll ab, ey. Das ist das falsche Rad. Ich wundere mich, warum sieht das nicht alles so schäbig aus? Die Kette so alt. Ist doch gerade neu. Und das Blatt noch ja nicht so schlecht. Aber hier passt es auch. Warum passt denn das durch Zufall auch? Boah, ich schraub mal schnell das ab und das alte wieder rein, ey. Entschuldigung. Ich bin so ein Trottel, ey. Ja, jetzt bin ich ein bisschen im Verzug, weil ich eine halbe Stunde rumgetrödelt hab. Boah, geht das heute wieder länger, ey. Jetzt kurz da vorne das Rad machen, dann mache ich hier weiter, das hoch. Eigentlich nur ein Schlauchwechsel und ich mache das Kettenblatt ab. Also was bescheuert das? Der Kollege Anwalt testet Sättel. Ja, heute. Oh. Interessant, grün. Interessant. Ja, da könnte ich mal aufregen, wenn das wirklich Kreuzberg ist und das so ist. Ja, da. Wie wollen die denn hier leben, ey? In so einem Scheiß wollen die leben? Na, ich hab keinen Bock drauf. So. Ich bin fertig. Ich weiß nicht warum. Ich bin fertig mit dem. Ey, Gott sei Dank. Ist das weg? Gott sei Dank ist der Auftrag fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig, liebe Leute. Ich mache Feierabend. So, wir sehen uns hier morgen wieder im Laden, auf alle Fälle. Bis dahin sage ich mal, sehen wir uns gleich vielleicht nochmal auf die Jagd nach meinen geklauten Rädern. Oder nach meinen nicht wiedergebrachten Rädern. Oder was auch immer. Ich könnte. Kotz voll ab. Vor allem, ich muss sie mitnehmen. Ich muss das einfach machen. Ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, sozusagen, dass sie einfach meine Räder behalten und dann so, ah ja, ich melde mich später, ah ja, ein Kumpel von mir hat das. Aber so, geht nicht, geht überhaupt nicht, geht nicht klar. Muss ich nachts loslaufen. Ich weiß dann nicht, ob ich es heute noch schaffe zu schneiden. Vielleicht fällt der Vlog sozusagen heute mal aus, mehr oder weniger. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Oder ich stehe morgen todmüde hier, werdet ihr ja sehen, ne? Sehen wir uns erstmal gleich wieder. So, der Akku ist leer. Und lädt. Der ist voll. Auch mit. Let's get to be, 'cause I'm seeing.
Yeah. Are you being played with? Yeah. I call you so many times, so you never answer. That's difficult, sorry. But I talked to you the other day. Yeah, but I need the bikes, and you have to come by, you have to say something to me, but not if I call you every time. So now you want to come today? But at this time, no. Not at this time, no. I call you in the morning, I call you 3 times now, and then I take the bike back, and that's it. But I owe you money. Yeah, sure. How much? Why don't you come in the shop? Because I was having my last days, because I'm leaving Berlin, and we were like going around and everything. Yeah, and but you have to pass by, that's normal. Yeah, so no. I miss so many bikes this year, and I don't know if you're gone or not. So No. I'm going on Friday, and we were doing like stuff every day, and I was going to come by, and then I thought you were going to charge me for the extra days, and that was it. Yeah, but you have to pass by and say if you don't need it or you need it, and then you pay, and then it's paid, and then you can have the bike. But if you say nothing, and I make a call and you're not answering. I make another call and you're not answering. That's a problem. So you can keep the bike, that's no problem, but you have to come in the shop and say to me that you need it. So I say to other people, I get a bike today, you can have it later, so and the bike is not coming back, but I don't have a bike, so... I understand, I'm sorry. I was planning to pop by, obviously, and take the bike and for the extra days. And I didn't realize it was such a problem. Yeah. The problem is, so the people leave the bike in the streets, and they leave. Going back, and that's, I don't know where the bike is. I wouldn't do that, and also you had my information. But I also have the information from the other people. No, I imagine. But people don't care, so that's a problem. I know, I'm really sorry you had to go. That's a very small shop. I'm the only person who runs this business, and I need every bike, so it's a little bit, you know. But you were able to unlock it. You have a master? I have a spare key. Not a master, a spare key. The second one. Okay, I'm really sorry. Can I keep the bike and I come by tomorrow and leave it there? Like tomorrow in the afternoon? No, I'm there. Every day, 12 hours. Okay. I'm really sorry you had to... No problem. You're not the only person I have to call. Oh man, ey. Ich habe keinen Hammer an der Tür, kann man nicht machen. Dann kann ich jetzt auch nicht irgendwo klingeln, weil jetzt ist auch zu spät, um einfach irgendjemanden rauszuklingeln. Das kann man mal tagsüber machen. Bleibt nur noch unser Freund Murat. So. Tja, ich bei der Polizei. Haben sie gesagt? Naja, er war ja ein netter guter Mann und hat auch Verständnis, aber kann man natürlich nicht machen. Das verläuft im Sande, meint er. Da ist nichts zu löten, da können sie nichts machen. Vielleicht wegen dem Videomaterial und vielleicht gegen ihn persönlich. Aber das Fahrrad, meint er, da passiert natürlich nichts. Da mache ich mir keine Illusion, habe ich zu ihm gemeint. Das ist mir schon klar, dass da nicht wiederkommen wird. Das ist natürlich traurig, dass das so ist, ja, dass die Aufklärungsrate bei Fahrrädern wahrscheinlich gerade mal 2% bei Fahrraddiebstahl. Also unter 10% auf alle Fälle, schätze ich mal. Das ist wirklich
Mensch, so, jetzt will ich schneiden gehen. Jetzt ist es 23.06 Uhr. Jetzt will ich mich hinsetzen und schneiden. Das ist erstmal nach Hause fahren. Um 0 Uhr fange ich dann an mit Schneiden. Hoffe, es gefällt euch. Ich würde mal sagen, wir sehen uns morgen oder gleich wieder. Weil wenn ich das hier geschnitten habe und hochladen, ich bin gestern schon fast auf dem Stuhl eingeschlafen beim Schneiden. So. Deswegen ist der Schnitt wahrscheinlich nicht so berauschend geworden gestern, aber oh, ich war auch scheiß müde, ey. Und heute bin ich wahrscheinlich genauso müde. Deswegen, also wir sehen uns morgen. Macht es gut, bis dann. Ich hoffe, euch gefällt's. Was ich hier tue, wie ich mich aufopfer für euch, wie ich das alles inszeniere. Oh, habe ich das echt gesagt? Nee, ist natürlich nicht inszeniert. Das ist hier tatsächlich das wahre Leben. So ist es. Und in ein paar Stunden bin ich dann wieder wach. Also bis morgen. Bis dann. Ciao. Macht's gut. Euer Tommy. Jetzt fahren wir nach Hause. Yeah.